28.01.2010. In seinem heutigen Artikel beschäftigt sich Ron Kirchner mit den wirtschaftlichen Potenzialen und Nutzungsmöglichkeiten von Biomethan. Dabei geht er auf die noch bestehenden Konflikte mit der Netzeinspeisung des veredelten Biogases ein. Außerdem beleuchtet Ron die kontroverse Diskussion um das erneuerbare Gaseinspeisegesetz EGE. Diesen und andere Artikel zu aktuellen Themen der Biomassebranche finden Sie auf www.biomasse-nutzung.de.